Yo, meine lieben Freunde, was geht ab euch? Willkommen bei einem neuen Video von Georg TV. Ich freue mich so extremst, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist kein normales Video. Heute reden wir über ein Thema, meine lieben Freunde, das mir so am Herzen liegt. Ich bin so, so stolz darauf, euch etwas erzählen zu dürfen und euch in eine Geschichte mitzunehmen, das euch wirklich faszinierend wird. Ich freue mich extrem, dass das letzte Video von mir von der Jugendversammlung sehr gut bei euch angekommen ist. Sehr viele haben mir privat geschrieben und mich wirklich motiviert und auch meiner ganzen Familie und auch der ganzen Gruppe motivierende Worte mitgegeben. Ich finde das echt cool und ich danke jeden Einzelnen dafür. Ihr habt es vielleicht am Titel schon gesehen, es geht um das Thema die Märtyrer von Libyen. Das Thema ist nicht ganz neu und einige Kopten werden sich vielleicht denken, das war ja schon mal. Ja, das stimmt, denn das Geschehen ist passierte 2015. Genauer gesagt, Jänner 2015 oder Dezember 2014. So, was ist passiert? Einige stehen da und sagen, was redet der da? Ich erzähle es euch, meine lieben Freunde. Ich habe nämlich gemerkt auf meinem Kanal, ich habe von jeder Attentat immer meine Meinung gesagt. Und genau bei diesem Attentat habe ich kein Video gemacht. Ich habe da einfach kein Video gemacht. Und ich habe mir gedacht, jetzt, am Jahrestag, ja, das heißt, es ist jetzt 5 Jahre lang her, Februar, wurden die Märtyrer enthauptet. Und ich habe mir gedacht, Georg, wenn du jetzt ein Video machst, dann ballerst du das beste Video, was YouTube je zu Gesicht bekommt. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video, wo ich stolz reden kann über die Märtyrer von Libyen. Was ist passiert, meine lieben Freunde? Es gab eine Gruppe von Kopten, so wie ich bin auch koptisch-orthodox, die in Ägypten gelebt haben, aber ihre Arbeit in Libyen hatten. Das bedeutet, sie sind vielleicht jede 3-4 Monate oder jedes Monat kurz mal zur Familie gegangen, haben sie kurz mal besucht und mussten wieder zurück nach Libyen, um dort weiterhin zu arbeiten. Sie waren sozusagen Gastarbeiter, ja? Und haben dort auch eine Unterkunft gehabt in Libyen, die diese Firma für sie zur Verfügung gestellt hat. Es war so, dass die Mitarbeiter, die Kopten, ganz normal gearbeitet haben und am Abend zur Unterkunft gekommen sind, um dann sich auszurasten, schlafen zu gehen und am nächsten Tag weiterhin zu arbeiten. Sie haben das gemacht, um Geld zu verdienen für die Familie, die in Ägypten gelebt hat. So weit, so gut. Doch wie wir wissen, gibt es auch einen berühmten Staat, der nennt sich der Islamische Staat, IS. Der IS hat sich gedacht, wir nehmen diese Gruppe von Kopten, die hier in Libyen arbeiten, und entführen die. Sie haben einen Plan geschmiedet und haben mit dem Fahrer, der die Kopten jedes Mal von der Unterkunft zur Arbeit fährt, mit Geld überredet. Und der Fahrer hat sozusagen mit seinem Geld Menschenseelen verkauft. Was ist passiert? Er hat die Kopten, anstatt dass er sie zur Unterkunft fährt, persönlich zu dem IS gebracht und ihnen somit die Ware übergeben. Die Kopten. Davor waren es nur 7 Kopten, die entführt worden sind, und nach genau einer Woche später waren es die ganzen 20 Kopten, die entführt worden sind. Doch der IS fing an, mit ihnen zu reden. Er gab ihnen ein Ultimatum. Entweder sie verlassen das Christentum und werden Muslime, dann lässt der IS sie in Ruhe und wieder zurück zu ihren Familien. Bleiben sie aber Christen, dann werden sie gefoltert bis zu ihrem Tod. Und jetzt, Freunde, was mich so stolz macht, Leute, und wo ich mir denke, was sind das für starke Menschen? Das ist ja fast unmenschlich. Aber an was wir glauben, ist der Heilige Geist. Denn Gott hat uns gesagt, wenn ihr in schwierigen Situationen dasteht, wird der Heilige Geist reden und machen. Er wird euch die Kraft geben. Die Kraft ist unbeschreiblich. Die 20 Kopten haben zum IS gesagt, wir bleiben Christen. Wir werden die Religion nicht verlassen. Ihr könnt machen und tun, was ihr wollt mit dem Körper, aber unsere Seele könnt ihr nicht schaden. Es gab dann einen, der war von Ghana. Als er gesehen hat, wie stark die Kopten an ihrem Glauben festhalten, ist er vom Islam zum Christentum konvertiert und wurde, so wie die 20 Kopten, auch Kopte. Und statt 20 wurden es 21. Der IS gab aber auch selbst nicht auf und fing an, die 21 Kopten zu foltern. Mit verschiedenen Arten. Er ließ sie verhungern. Er ließ sie in einer Grube übernachten. Der IS schlug alle zusammen, folterte sie bis zum Ende, legte Sandsäcke auf ihren Rücken, füllte sie mit Wasser auf und ließ sie stundenlang mit diesen Säcken, die über 100 Kilo schwer waren, laufen, kriechen,
wurde dann im Nachhinein noch weiterhin geschlagen. Doch die 21 Kopten gaben nicht auf und glaubten an den Herrn. Jede Nacht schrien die nach Gott und Gott gab ihnen die Kraft. Und am nächsten Tag standen sie wie Löwen mit voller Kraft. Jetzt fragen sich einige, woher ich das weiß. Einige vom ES, als sie das gesehen haben mit eigenen Augen, sind sie selbst nicht mehr zum ES gegangen, sondern sie haben den ES verlassen und haben anonym Interviews gegeben. Und es gibt eine berühmte Aufnahme, wo einer, der beim ES gearbeitet hat, sehr viele Situationen geschildert hat, der mit eigenen Augen gesehen hat. Wo er gesagt hat, dass die Kopten in der Nacht nach Gott gerufen haben und ein Erdbeben passiert ist. Einige werden sich da draußen denken, das ist Fantasie. Aber glaubt mir, das ist real. Ich lüge nicht. Der ES hat dann dreimal die Szene vorgespielt von der Enthauptung. Das bedeutet, der ES hat sich gedacht, wenn ich die Enthauptung vorspiele und das Messer an die Kehle von jedem Kopten hinlege, wird sich vielleicht ein oder zwei oder drei oder zehn Kopten denken, nein, wir geben auf. Aber einmal, zweimal und auch beim dritten Mal standen die Kopten, als würden sie niemals Angst haben. Als würde das Messer ein Spielzeug sein. Sie standen da und warteten nur. Warteten auf die Erlösung, auf das Himmelreich. Und auch beim Video, das 5-minütige Video, was der ES dann selbst in das Internet hineingestellt hat, sieht man, wie diese 21 koptischen Märtyrer dastehen, in den Himmel gucken und einfach in die Erlösung hineinschauen. Und sie wissen, wir kommen bald. Gott, wir kommen bald. Ich habe einen Freund, der heißt Shinoda. Shinoda ist ein Sohn von den 21 koptischen Märtyrern. Und er erzählte mir einiges. Er erzählte mir, dass der ES den Familienangehörigen Fotos von den jeweiligen entführten Kopten geschickt hat und ihnen gesagt haben, dass sie sie entführt haben und dass sie beim ES sind. كان من ضمنهم بابا وعمتي. بعد كده كان يوم 12/1. بعد كده تنظيم داعش اعلن مسؤولية ان هو خطفهم عن طريق صور. Denn die Familienangehörigen wussten ja davor nicht mal, wo sie sind, denn sie kamen nicht mehr zurück und sie waren auch nicht mehr erreichbar. Die Familien fragten, ob der ES Geld braucht, ob die irgendwas machen können, damit sie wieder die 20 Kopten bekommen. Der ES wollte kein Geld. Der ES hatte nur ein Ziel, dass sie sich vom Christentum abwenden. Und ja, Freunde, mittlerweile ist es 5 Jahre her. Und am 15. Februar wurde das Video vom ES ins Internet hineingestellt, wo sie die 21 Kopten live vor der Kamera enthaupten. Das Video ist natürlich gleich viral gekommen, aber man vermutet, dass das Video erst später online gekommen ist und die Enthauptung selbst früher war. Denn das Video war professionell. Verschiedene Kamerarichtungen, Positionen und ein gewisser Untertitel war zu sehen in dem Video. In diesem Video sah man, wo die Location circa war. Man sah nur ein Meer voller Blut in dem Video. Und der ES behauptete, dass das der erste Anfang ist und dass alle Kopten das Meer rot machen werden mit ihrem Blut. Natürlich war das eine gewisse Bedrohung für uns, aber wir sehen das nicht als Bedrohung, sondern wir sind eher stolz. Und als wir unsere Brüder da gesehen haben, die so stark sind, warum sollten wir das auch nicht sein? Die haben ihr Leben hergegeben, nur für die Religion. Sie haben nichts falsch gemacht. Am 28. September 2017, erst 2 Jahre später, 2,5 Jahre später, fand man den Märtyrerkörper von den 21 Kopten unter dem Boden vergraben. Für uns allen Kopten war das so ein glücklicher Moment, denn wir wollten unbedingt wissen, wo die Körper sind. Wir wussten nicht, hat der ES den Körper danach verbrannt oder was war dann? Aber sie haben es lediglich nur ein oder zwei Meter unter der Erde vergraben. Wir haben es dann nach 2,5 Jahren erst gefunden, wo an welcher Stelle es in diesem Strand war. Und jetzt, meine lieben Freunde, kann ich euch sagen, es gibt eine Kirche. Eine Kirche der Märtyrer von Libyen. Eine ganze Kirche, die gebaut wurde an ihrem Namen.
Leute gehen in die Kirche rein und sehen das Orangene und sehen, was der IS den Märtyrern angezogen haben, denn sie hatten sowas Orangenes an. Und das ist in der Kirche zu sehen. Und auch die Körper von den Märtyrern, der in dem Sarg ist, ist schön strukturiert in der Kirche zu sehen. Es ist etwas so wahnsinnig Schönes, meine lieben Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Eine ganze Kirche mit auch Ikonen von den Märtyrern ist zu sehen. Es ist etwas ganz, ganz Schönes und eine große Stärkung für uns Kopten, dass wir sehen, dass in diesem jetzigen Zeit so viel starke Kopten gibt, die ihre Religion und ihr Christentum nicht aufgeben. Und glaubt mir, durch solche Aktionen bewegen sie unser Herz so stark, wir gehen dann gleich nächsten Sonntag in die Kirche, beten von ganzem Herzen, wenn wir sehen, dass unsere Brüder die Religion so sehr ans Herz drinnen haben. Und ich will euch sagen, meine lieben Freunde, ich habe auch eine Zeichnung von den Märtyrern von Libyen gezeichnet und möchte es euch auch jetzt zeigen. Ihr könnt auch die weiteren Zeichnungen, weil ich zeichne sehr viele Ikonen. Ich habe eine eigene Instagram-Seite, die seht ihr hier. Ihr könnt ruhig raufgehen und weitere Zeichnungen sehen. Auch die Schritte, wie ich mit den Zeichnungen anfange und wie sie dann zum Schluss aussieht. Ihr könnt euch all das anschauen. Ich zeige euch mal, wie die Zeichnung von den Märtyrern von Libyen aussieht. So sieht die Zeichnung aus, meine lieben Freunde. Die habe ich gezeichnet. Ich habe leider Gottes, weil der Zettel jetzt nicht so groß war. Ich habe die Zeichnung jetzt, wann habe ich das gezeichnet? 2018 habe ich das gezeichnet. Hier sind jetzt nicht die ganzen 21 Märtyrer oben. Ich weiß, ich werde eventuell eine neue Zeichnung dann zeichnen. Aber man sieht in der Mitte auch den, der von Ghana ist, der, als er gesehen hat, wie die Kopten stark im Glauben war, er dann auch selbst gesagt hat, ich werde auch Kopte. Und egal, ob ihr mir das Leben nehmt, das ist nur mein Körper, aber meine Seele könnt ihr nichts antun, denn die ist dann am richtigen Ort. Und da ist die Zeichnung, meine lieben Freunde. Man sieht auch hier, das ist der Strand und da ist das Meer mit dem Blut und da oben sieht man dann das Meer. Das habe ich gezeichnet und weil ich selbst so fasziniert war von dem, was passiert ist und ich habe mir gedacht, das ist das Wenigste, was ich machen kann, dass ich ein Video machen kann über die Märtyrer von Libyen und ich bin so stolz und ich freue mich extrem.